Das Dorf Neuentempel, circa 40 Kilometer östlich von Berlin und in der Nähe von Seelo, erreicht man über die Bundesstraße B1. Vom Abzweig in Diedersdorf ist es dann noch circa 1 Kilometer in südlicher Richtung. Der Ort wurde von den Tempelrittern der circa 2 Kilometer entfernten Komturei Lietzen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründet und 1247 erstmals urkundlich erwähnt. Nach dem Verbot der Templer im Jahr 1312 wurde die Komturei Lietzen mit ihren Besitzungen von Papst Clemens V. 1318 dem Johanniterritterorden zugesprochen, in deren Besitz Neuentempel bis 1810 blieb. Danach wurde aus der Komturei Lietzen die königlich-preußische Domäne Lietzen, die dann ab 1814 den Grafen von Hardenberg und von 1838 bis 1853 der preußischen Seehandlung gehörte. Von 1872 bis zur Enteignung in der sowjetischen Besatzungszone gehörte Neuentempel wieder den Grafen von Hardenberg. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Dorf und Kirche während der Schlacht um die Seeloer Höhen zwischen deutschen und sowjetischen Truppen teilweise zerstört. Trafostation des regionalen Stromversorgers mit dem Wappen von Neuentempel. Mittelpunkt des Dorfs ist der Kirchhof mit dem Friedhof und der Dorfkirche. Der Friedhof wird bis heute genutzt. An der Nordmauer hat man einige historische Grabsteine in einer Art Lapidarium aufgestellt. Sonst gibt es keine historischen Grabstellen und Grabmale. Im nordwestlichen Teil befindet sich das Deutsche Kriegerdenkmal für die Toten des Ersten Weltkriegs aus Neuentempel. Die Inschriften sind allerdings stark verwittert und kaum noch zu lesen.
Daneben befindet sich die kleine deutsche Kriegsgräberstätte für 6 namentlich bekannte und 11 unbekannte deutsche Soldaten, die im März und April 1945 in und bei Neuentempel gefallen sind. Die Dorfkirche Neuentempel wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts als turmlose Feldsteinkirche von den Templern der Komturei Liezen erbaut. Die Johanniter, denen nach dem Templerverbot von 1312 der Templerbesitz übergeben worden war, bauten an die Templerkapelle um 1500 einen Kirchturm aus Feldsteinen an, der aber keinen Zugang von der Kapelle, sondern eine eigene Tür hat. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Kirche umgebaut. Die kleinen mittelalterlichen Fenster wurden vermauert. Auf der Südseite errichtete man vor der Priesterpforte einen kleinen verputzten Anbau, der heute den Zugang zur Kirche bildet. Ab den 1950er Jahren erfolgte über Jahrzehnte der schrittweise Wiederaufbau der schwerkriegsbeschädigten Kirche. Die ursprüngliche Innenausstattung ging 1945 vollständig verloren. Die heutige Ausstattung mit Empore, Kirchengestühl, Kanzel, Altartisch, Kruzifix, Taufstein und Kirchenfenster stammen alle aus der Zeit ab 1950. Die kleine Orgel der Firma Walker kam 1999 nach Neuentempel. Diese Bibel befindet sich seit 1949 in der Kirche Neuentempel. Thank you.
Bei meinem Besuch Ende Juli 2024 war die Kirche noch etwas sportlich dekoriert. Scheinbar wurde die Kirche von den neuen Templer Fußballfans für das Public Viewing während der Fußball-EM 2024 genutzt. Die Templer hatten sich noch ordentlich Mühe gegeben und die Feldsteine der Mauern in Reihe gesetzt. Die Johanniter dagegen vermauerten die Feldsteine, wie sie kamen. Der Übergang vom Templer zum Johanniter-Mauerwerk ist bis heute gut zu erkennen. Am nördlichen Ortsausgang Richtung Diedersdorf steht das Baudenkmal Alte Sensenschmiede. Der Name verrät es. In der Schmiede wurden wohl vor allem Sensen für die Bauern gefertigt. Aber vermutlich wurden auch andere kleine Schmiedearbeiten durchgeführt. Seit wann es einen Schmied in Neuentempel gibt, ist nicht bekannt. Aber seit dem 17. Jahrhundert werden Schmiede in verschiedenen Dokumenten erwähnt. Die heutige Schmiede aus gespaltenen Feldstein- und Backsteinmauerwerk wurde nach 1850 erbaut. In den zwei Räumen ist eine kleine Ausstellung untergebracht. Bei meinem Besuch war die alte Sensenschmiede aber verschlossen.